leicht, ehrlich zu dir zu sein. Es ist so einfach, wenn ich sage nein, oder ich bin noch nicht so weit. Du gibst mir Zeit und du bist süß, wie du aussiehst, wenn du genießt, dass es im Winter endlich schneit. Du magst jede Jahreszeit und morgens muss ich lächeln, weil mich deine Küsse wecken. Und dann merk ich, es ist leicht, weil dir so wenig reicht. Du gibst mir Zeit. Und dann denk ich, dass es vielleicht, vielleicht für immer so bleibt. Und dann denk ich, dass es vielleicht, vielleicht für immer so bleibt. Ja, es ist leicht, 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 leicht. Ja, es ist leicht, 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 leicht. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und auf vielfachen Wunsch hin gibt's heute von Anmal Kantereit vielleicht, vielleicht für euch, denn man kann gar nicht genug Anmal Kantereit Songs haben, habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich mich nochmal hingesetzt und für euch den Song vorbereitet. Das Vorspiel, das ihr gerade gehört habt, ist nicht in der Originaltonart. Für die Originaltonart braucht ihr die Version, die ich euch jetzt zeige, mit Capodasta im dritten Bund. Das hat den Hintergrund, dass das eigentlich ja, es ist ja eigentlich ein Klaviersong. Das hat uns ja bei Barfuß am Klavier auch nicht gestört. Deshalb habe ich mir mal eine Gitarrenversion für euch überlegt. Aber die Originalversion ist so in so einer, ist so, ich glaube, in Cis-Moll und das ist dann voller Barrés und Igitt-Igitt. Und deshalb habe ich das so gemacht, dass ich einfach das Capo in den dritten Bund gelegt habe und euch die Akkorde eben ein bisschen umgemodelt. Die Version, die wir jetzt machen, ist komplett ohne Barré. Weil das aber für mich zu hoch zum Singen war, habe ich es einfach mal ohne Capo gespielt und ich erkläre es euch jetzt eben auch in der Version, die ich euch eben, die ihr im Vorspiel gehört habt, einfach ohne Capodasta. Wie gesagt, wenn ihr in der Originaltonart sein möchtet, nehmt ein Capo in den dritten Bund. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an mit den Griffen. Es geht los mit einem A-Moll-Griff. Dann kommt D-Dur. Dann braucht ihr noch ein B7. Das ist teilweise ein, also teilweise würde man da wahrscheinlich eher ein B-Dur spielen. Eigentlich ist B-Dur dann wieder so ein Barré-Griff. Den habe ich mir einfach mal geschenkt und habe den komplett durch B7 ersetzt. Das funktioniert aber an jeder Stelle ganz gut. B7, für diejenigen, die das noch nicht kennen, ist Mittelfinger auf der A-Seite im zweiten Bund, Ringfinger auf der G-Seite im zweiten Bund und kleiner Finger auf der hohen E-Seite im zweiten Bund. Und der Zeigefinger kommt dann hier auf die D-Seite noch in den ersten Bund. Und im weiteren Verlauf des Songs braucht ihr noch ein E-Moll und ein G-Dur und ein etwas kryptisches Fis-Moll 7b5 oder Fis-Halb vermindert. Der sieht so aus, ihr legt den Mittelfinger auf die tiefe E-Seite in den zweiten Bund, den Ringfinger auf die D-Seite in den zweiten Bund und den kleinen Finger auf die G-Seite auch in den zweiten Bund und mit dem Zeigefinger die B-Seite im ersten Bund. Hier ist es wichtig, dass ihr die A-Seite nicht mitspielt, beziehungsweise dass ihr die A-Seite abdämpft, wenn ihr es als Akkord schlagt. Das macht ihr am besten mit dem Mittelfinger, indem ihr den Mittelfinger so ein bisschen schräg übers Griffbrett legt und die A-Seite einfach noch mitberührt. Dadurch wird die abgedämpft. Die hohe E-Seite könnt ihr jetzt entweder leer mitspielen oder weglassen. Das ist an sich egal, das ist nur ein bisschen anderes Voicing. Das hier oben nochmal wäre dann nochmal die 7 mit dazu genommen, aber das macht den Song jetzt nicht besser oder schlechter. Was bei Anmal Kantereit ja oft so der Fall ist, die Songs sind von den Akkorden nicht so wahnsinnig schwer oder so wahnsinnig ausgefallen, aber die Songstruktur ist eben oft relativ, ich sag mal, ungewöhnlich komponiert und deshalb ladet euch einfach direkt mal das Songstruktur-PDF runter. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung und wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück durch die einzelnen Formteile durch. Ich zeige euch ein, zwei Möglichkeiten, das zu begleiten. Ich habe ja jetzt mir eben aus dieser Klavierbegleitung bzw. aus der Klavier- und Schlagzeugbegleitung so ein bisschen was zusammengebastelt. Für diejenigen von euch, die das, was ich im Vorspiel gespielt habe, aber noch zu schwer ist,
diejenigen von euch, für die das, genau, so wäre das richtig, für die das zum Beispiel Wortspiel gespielt noch zu schwer ist, gebe ich noch ein, zwei andere Möglichkeiten an die Hand, dass ihr da so ein bisschen variieren könnt. Wir fangen jetzt erstmal an mit der ersten Strophe, also Verse 1. Die besteht im Prinzip aus einem viertaktigen Schema, wo einfach zwei Takte lang A-Moll und zwei Takte lang D immer im Wechsel gespielt werden. Und die Betonung sind jetzt auf der 1 und auf der 4 des jeweiligen Taktes, also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und, also des ersten Taktes, und im zweiten Takt überklingt es dann einfach. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und bei D macht ihr einfach das Gleiche. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das wäre normalerweise eigentlich 16-Zählzeilen. Ich erkläre es jetzt mit Achteln, weil es ein bisschen leichter zu erklären ist mit Achteln als mit 16. 16 zählen sich immer so blöd. Deshalb sind die Takte jetzt auch einfach doppelt so lang. Es wären sonst wahrscheinlich nur zwei Takte. Jetzt sind es eben vier Takte. Aber wie gesagt, das lässt sich leichter erklären. Dieser Formteil kommt jetzt einfach dreimal. Dadurch seid ihr dann insgesamt auf 12 Takten, die ihr bei Verse 1 eben sehen könnt. Und die einfachste Möglichkeit, den Song in der Verse zu begleiten, wäre jetzt einfach mit den Schlägen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ihr spielt aber, damit es nicht ganz so leer klingt, einfach auf die 3 jeden Taktes noch so einen abgedämpften Schlag. Das macht ihr zum einen, indem ihr einfach mit der Handkante hier die Saiten, also die Hand auf die Seite legt und dann die Saiten schlagt. Und ihr könnt auch zusätzlich links den Druck von den Saiten nehmen mit den Fingern und hier so dann mit dem kleinen Finger zum Beispiel oder mit den anderen Fingern, auch wie es euch besser, also quasi am besten passt, die Saiten nochmal abdämpfen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Damit könnte man im Prinzip den Song schon begleiten. Es ist so leicht, ehrlich zu dir zu sein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen simpel, aber es geht auf jeden Fall, wenn ihr mit dem anderen Schlagmuster nicht klarkommt, dass ich euch gleich zeige, könnt ihr das auf jeden Fall nehmen. Das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, basiert ein bisschen darauf, dass man den Basston und den Akkord getrennt voneinander spielt. Das heißt, ihr spielt auf die 1 des Taktes erstmal nur den Basston und auf die 3 dann die übrigen Seiten des Akkords. Also da, wo ihr gerade die ganzen Schläge ausgeführt habt, spielt ihr jetzt nur den Basston und da, wo vorher der Scratch-Schlag war, spielt ihr den Rest des Akkords. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und. Und damit es so ein bisschen groovy wird sozusagen, müsst ihr den Akkord abstoppen. Das heißt, ihr nehmt, sobald ihr den Akkord gespielt habt, links den Druck von den Saiten und legt am besten die Finger auch noch so ein bisschen komplett über das Griffbrett, damit die Saiten nicht weiterschwingen können. Das ist dann ein sogenannter Staccato-Schlag. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und. Und sicherheitshalber dämpfe ich es eigentlich rechts auch noch mit der Handkante ab, damit es auch auf jeden Fall stumm gespielt wird. Und weil wir im zweiten Takt noch so viel Platz haben, mache ich jetzt hier auch auf die 2 nochmal einen Basstonschlag und auf die 3 und die 3 und auch nochmal zwei Schläge, wobei da die 3 und auch wieder ein Staccato-Schlag sein soll. Und die dämpfe ich jetzt auf jeden Fall auch mit der rechten Hand ab. So, dass die Saiten eben nach der 3 und nicht weiter klingen können. Das heißt, diese beiden Takte im Kontext klingen so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, könnt ihr die Basstöne auch noch als Palm-Mute spielen. Das heißt, ihr legt die Handkante rechts auf den Steg, damit die Basstöne eben noch so ein bisschen fetter klingen. So ausklingen können. Das ist ein bisschen Arbeit mit der rechten Hand, das heißt, ihr müsst da eben immer Finger, also Handkante drauflegen. Für den Schlag müsst ihr die Handkante dann natürlich hochnehmen und die Saiten schlagen.
dann für den nächsten Bastum die Handkante wieder draufnehmen. Das ist so ein bisschen Koordination, aber wenn man sich dann mal einmal durchgeackert hat, geht es auf jeden Fall. Und es ist eben auch nur dieses zweitaktige Schlagmuster, dass ihr dann eben den ganzen Song bzw. die ganze Verse durchziehen könnt. So, das kommt jetzt, wie gesagt, mit beiden Akkorden jeweils zwei Takte lang dreimal. Dann sind wir bei 12 Takten. Und dann geht es sozusagen in die zweite Verse. Die zweite Verse hat jetzt 18 Takte. Das kommt dadurch zustande, dass die zweite Verse mit einem Zweitakter anfängt. Da geht es halt schon los, dass es nicht so ganz gerade Taktanzahlen sind, beziehungsweise nicht so ganz gerade, genau, Taktmengen würde man vielleicht eher sagen. Also hier kommt jetzt erstmal zwei Takte lang das B7. Genauso mit dem gleichen Schlagmuster, das wir gerade geübt haben. Und dann kommt einfach wieder ganz normal der Wechsel A, Moll und D. Das ist dieses Du gibst mir Zeit und du bist süß. Also bei dem Süß ist man wieder auf A-Moll und spielt dann viermal diese vier Takte. Dann haben wir nämlich 16 Takte. Zusammen mit den zwei Takten, die wir schon gespielt haben, sind 18 Takte. 16, 2, 18. Genau, so. Also Vers 1, 12 Takte. Vers 2, 18 Takte. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich im Vorspiel jetzt gar kein Plektrum verwendet habe, sondern eine andere Schlagtechnik mit der rechten Hand benutzt habe. Und die werde ich euch jetzt noch zeigen, bevor wir weitergehen zu Pre-Chorus und Chorus. Das ist im Prinzip genau das Gleiche vom Rhythmus her, was wir bisher gelernt haben. Aber von der Technik her ist es jetzt so, dass ich die Basstöne eben mit dem Daumen zupfe und nicht mit dem Daumen. Nicht mit dem Plektrum. Und die ganzen Schläge immer nur mit dem Zeigefinger ausführe, also auf die 1 mit dem Daumen die Bassseite gezupft und dann schnipse ich auf die 3 die Saiten mit dem Zeigefinger so an. Das hat den Vorteil, dass ich dann gleichzeitig mit dem Daumen nochmal so einen Schlag ausführen kann. Das ist sozusagen die Verbindung von den beiden Sachen, die wir gelernt haben. Also einmal dieses Da haben wir ja den Schlag auf die 3 jeder Zählzeit und bei dem anderen haben wir eben überall nur Schläge und wenn ihr jetzt diese Fingerpicking, diese Fingerstyle-Technik macht, könnt ihr die beiden sozusagen miteinander verbinden und habt dann auf die 3 jeden Taktes sowohl den Akkord geschlagen, als auch diesen sozusagen perkussiven, nicht mehr Scratch-Schlag, aber dadurch, dass ihr mit dem Daumen auf die tiefen Saiten schlagt, habt ihr da eben auch so ein perkussives Element mit drin. Also nochmal langsam. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Diese Bewegung ist am Anfang nicht ganz einfach, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ihr müsst nämlich gleichzeitig das Handgelenk drehen, um mit dem Daumen auf die Saiten zu schlagen und mit dem Finger die Saiten anschnipsen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, übt es vielleicht erstmal trocken, um die Koordination in der rechten Hand so einigermaßen hinzukriegen. Wenn euch das überhaupt nicht gelingt und euch nur frustriert, nehmt eine von den anderen Spielweisen. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, ein, zwei erklärt, die auch auf jeden Fall funktionieren, mit denen man gut durch den Song durchkommt. Das ist sozusagen Level 3 Schwierigkeitsgrad auf der Schwierigkeitsskala. Und genau, das sind die Möglichkeiten, mit denen ihr eben den Song begleiten könnt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Teil, dem Pre-Chorus. Der Pre-Chorus ist super kurz und besteht nur aus 2 Akkorden, 4 Takte. Und zwar 2 Takte lang Fis mal 7 B5 oder Fis halb vermindert. Hier spielt ihr jetzt einfach auf die 1 und auf die 4 des ersten Taktes. Und dann auf die 1 des, der zweite Takt klingt dann aus. Und auf die 1 des dritten Taktes einmal B7. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und. So, das ist schon der Pre-Chorus, mehr passiert da gar nicht. Und der Chorus besteht jetzt aus 3 Akkorden. E-Moll, D-Dur und G-Dur. E-Moll kommt einen Takt lang, D-Dur einen Takt lang und G
auch, nee, G kommt 2 Takte lang. So, sind ja 4 Takte. Okay, müssen insgesamt 4 Takte voll sein. Das Schlagmuster habe ich hier jetzt ein bisschen an das angelehnt, was die E-Gitarre spielt. Und zwar, ihr könnt es mit Plektrum oder mit Fingern machen. Ich zeige es euch jetzt erstmal mit Plektrum. Auf die 1 und die 2, zweimal den Basston. Und auf 3, 4, 4 und den Akkord geschlagen, E-Moll. Dann D-Dur einen Takt lang. Und bei den beiden Takten G spielt jetzt auf die, nicht nur auf die 3, 4, 4 und, sondern nehmt die 3 und noch mit dazu und dann habt ihr diesen, das, was die E-Gitarre da in einer etwas höheren Lage sozusagen spielt, in der Begleitung eben noch mit drin. Das heißt, die 4 Takte im Kontext klingen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so, wenn man es mit Fingern macht, also wieder mit dieser Fingerpicking, Fingerstyle-Technik, sieht es so aus. Hier ist es eben dann ein bisschen umfangreicher mit den Upstrokes. Ihr müsst nämlich mit dem Zeigefinger natürlich dann auch die Upstrokes spielen. Geht relativ schnell auf die Muskulatur, wenn ihr das noch nie so gemacht habt. Aber übt das einfach ein bisschen in Ruhe, falls ihr das können wollt. Es dauert einfach so 2, 3, 4 Wochen, bis man da wirklich, wirklich souverän mit drin ist. Also stresst euch da nicht. Das ist auf jeden Fall eine coole Technik. Falls ihr das gar nicht hinkriegt oder es nicht euer Ding ist, nehmt einfach das Plektrum. Kann man damit genauso gut spielen. Wenn ihr es mit Fingern macht, habt ihr halt wieder die Möglichkeit, auf die 3 immer diesen perkussiven Schlag einzuarbeiten. So, das sind schon die Hauptformteile, die ihr für den Song braucht. Es gibt jetzt gegen Ende nochmal eine Middle 8 und die besteht auch wieder nur aus Fis mal 7, B5 und B. Und hier würde ich jetzt tatsächlich einfach ganz simpel immer nur auf die 1 und auf die 3 jeden Takt des spielen. Ich spiele 2 Takte lang Fis mal 7, B5. 2 Takte lang B. Dann kommt wieder 2 Takte fürs mal 7 bis 5. Und 2 Takte lang B. Und dann geht's wieder in den Chorus. Und so weiter und so fort. Und ja, das sind alle Formteile von Vielleicht, Vielleicht. Mehr gibt's da gar nicht zu erzählen. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, guckt meinen Channel an, schreibt mir bitte in eure Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Ich mache immer gerne Videos von Songs, die euch interessieren, auf die ihr Bock habt. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und der Kanal gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Es ist so leicht, ehrlich zu dir zu sein.